Halleluja! Gott, du hast mehr! Gott, du hast mehr! Das ist unsere absolute Überzeugung in allem, was wir sind und was unser ganzes Sein ausmacht. Gott hat mehr für jeden Einzelnen von uns. Und das ist etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Es ist wunderbar. Halleluja! Ja, es ist unsere feste, absolute Glaubensüberzeugung. Gott hat mehr für dich. Und das betrifft jeden einzelnen Lebensbereich. Das betrifft den geistlichen Bereich und den ganz natürlichen Bereich. Das betrifft beispielsweise Dinge, dass du mehr Reife bekommst, mehr Vollmacht, ja, mehr Erkenntnis, mehr Weisheit, mehr Segen, mehr Erfüllung, mehr Kraft, mehr Freude, mehr Frieden, mehr was auch immer, Liebe. Dinge, die der Herr für dich hat, nach denen du dich ausstrecken darfst. Ja, und auch, wie gesagt, die ganz natürlichen Dinge. Ja, er hat vielleicht einen besseren Arbeitsplatz für dich. Er hat den richtigen Ehepartner für dich. Er hat eine Schwangerschaft für dich. Er hat Segen für dich. Und wir müssen dahin kommen, dass wir verstehen, dass Gott es gut mit uns meint. So viele Christen haben so ein komisches Gottesbild von so einem knaudrigen Opa, der irgendwie im Himmel sitzt und also aufs Fieseste guckt, dass ja keiner irgendwie einen Hauch zu viel kriegt. Das ist ein krankes, böses Gottesbild. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, wer Gott ist, wie er ist, was er für uns getan hat. Und wir müssen vor allen Dingen in die Kurve kommen, dass wir verstehen, wer wir sind, unsere Identität, wer wir eigentlich sind, welche Position wir haben, welche Autorität wir haben. Und darum geht's mir heute, wenn ich mit dir über Kampf spreche. Ja, kämpfe um das, was Gott mehr für dich hat. Darum gibt es nämlich einen Kampf. Und allein das Thema, dass es einen Kampf gibt, darum gibt es schon einen Kampf, weil das ist nämlich schwer umstritten. Okay, alles was gut ist, Gott hat mehr für dich. Alles was schlecht ist, die Welt hat mehr für dich. Sie bietet es dir zum absoluten Dumpingpreis Freihaus an. Weißt du, wir müssen eins verstehen, dass Gott mehr für uns hat, das passiert nicht irgendwie automatisch, mysteriös. Ja, so nach dem Motto, okay, Gott mehr für mich wird mich schon irgendwie finden. Ja, ich bin da mal ganz entspannt und irgendwie, wenn er mehr für mich hat, dann stülpt das mir schon über. Dann funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Während du inaktiv bist, bekommst du es nicht von ihm einfach übergekippt. Das funktioniert niemals. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Werden alle gerettet? Nein. Welche werden gerettet? Die es aktiv für sich in Anspruch nehmen. Und genauso ist es mit den geistlichen Dingen. Du musst es aktiv nehmen. Du musst dich danach ausstrecken. Du musst sagen, ja, ich will das haben. Das ist ja genau der Punkt, weshalb wir sagen, I receive. Ich, wie es die Afrikaner so schön machen, ich empfange, ich nehme, das ist meins. Und genauso ist das hier. Diese wichtigen biblischen Wahrheiten musst du nehmen und sagen, jawohl, das gilt für mich. Während wir chillen, ist es nicht so, dass der Herr den Job für dich macht. Und das ist eine Falle, in die viele, viele Christen hineingehen. Ja, so nach dem Motto, ich bin da ganz entspannt, der Herr macht das. Irgendwie kommt's schon, irgendwie gibt das mir schon. So nach dem Motto, das sind dann seine Sofa-Segnungen. Ja, das funktioniert nicht. Es gibt keine Relax-Revival. Wir müssen da wirklich aktiv sein. Und Hängematten-Holiness gibt's auch nicht. Ja, das funktioniert nicht. Wir müssen wirklich was tun. Wir müssen, wie man so schön deutsch sagt, in die Puschen kommen. Ja, bequem Zonen-Blessing ist nicht möglich. Weißt du warum? Weil wenn das nämlich so wäre, dann wären alle Christen, egal wie, ja absolut gesegnet und bestens versorgt, siegreich und geheilt. Sind sie aber nicht. Sind sie aber nicht. Gott will zwar, dass du siegreich bist und gesegnet bist und geheilt bist, aber es empfangen nur diejenigen, die sich auch, wie soll ich mal sagen, darum bemühen. Die sagen, ja, ich will das auch haben. Es passiert nicht automatisch. Es ist nicht etwas, was dir einfach so zugestellt wird gegen deinen Willen. Das funktioniert nicht. Deine Aktivität ist gefordert. Du musst dich ausstrecken, auf den Weg machen, es begehren. Die Bibel nennt das, wir müssen Gott suchen. Suchen. Das heißt, da ist Aktivität gefordert. Und auf dem Weg machen. Wir müssen gucken, wo, wie kommen wir hier weiter? Und das ist, wenn ich fragst, was ist Gott suchen? Ganz einfach. Investiere Zeit. Investiere Zeit ins Gebet. Investiere Zeit in sein Wort, in die Bibel. Und du wirst merken, dieses Ding wird sich dann immer mehr für dich öffnen. Investiere Zeit und investiere da einfach Zeit.
wirklich etwas in sein Wort und ins Gebet. Denn wir sind absolut überzeugt, das, was Gott hat, was er mehr für uns hat, was bereitsteht von seiner Seite aus, ist absolut wichtig für unser gesamtes Leben und für das Leben unserer Kinder, unserer Familie, unserer Arbeit, alles. Vielleicht unserer Gemeinde, der Menschen um uns herum, Hauskreis, was auch immer. Es lohnt sich, aktiv zu sein. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, sich auszustrecken nach dem Herrn. Es lohnt sich, sich nach diesem Meer, was er hat, auszustrecken. Halleluja. Und deshalb schreibt die Bibel immer wieder vom Lauf, ja, Sportler, ja, von Wettkampf oder eben vom Kampf, richtig, vom Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12 schreibt Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Okay, das schreibt er zu jemandem und sagt: Hey, du musst kämpfen, den Glaubenskampf. Früher, also vor Jahrzehnten, da glaube ich, da war das den Christen irgendwie mehr bewusst. Es gibt einen Glaubenskampf, es gibt etwas, wo es darum geht, dass wir wirklich mit dem Herrn vorangehen. Aber heute ist vieles so beliebig. Ja, so irgendwie alles zur Verfügung ist da und darf dich nichts kosten und so. Das funktioniert so nicht. Es gibt einen realen Glaubenskampf und wir müssen uns darum bemühen. Und das geht sogar noch weiter. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Du musst es nehmen. Selbst das ewige Leben musst du ergreifen, weil automatisch hast es nicht. Automatisch hast es nicht. Du hast es dann, wenn du es nimmst und für dich beanspruchst. Kämpfe das, was Gott für dich vorgesehen hat. So, das ist wie so ein verheißenes Land, ja, was der Herr dir zwar versprochen hat, was er dir zugesagt hat, was für dich zur Verfügung steht, aber was eben vom Feind besetzt ist. Der Feind hat irgendwie Lunte gerochen, hat gesagt: Moment mal, da sind irgendwelche Segnungen, die der Herr geben möchte, das blockiere ich, das besetze ich, das will ich nicht zulassen, dass dieser Segen zu diesen Leuten kommt. Genau, so ist es. Aber weißt du, schon das Bewusstsein, dass Gott mehr für dich hat, ist ja umkämpft. Viele Christen haben überhaupt keinen Blick dafür, die wissen das nicht. Und wenn du es ihnen sagst, dann werden sie vielleicht sogar aggressiv. Der Feind versucht zu blockieren, zu rauben und dich auf jeden Fall davon abzubringen, in das hineinzugehen, was Gott für dich hat. Er hat jetzt schon irgendwie zusehen müssen, dass du dich bekehrt hast und dass du schon irgendwie mit anderen Christen vielleicht zugange bist und so weiter, dass du eine Gemeinschaft gefunden hast und so weiter. Aber er wird jeden Schritt, den du weiter dich ausstrecken wirst, wird er versuchen zu blockieren und dich davon abzubringen. Er will, dass du gelangweilt bist, er will, dass du uninteressiert bist, dass du müde bist, dass du Bibellesen tot langweilig findest, dass du Predigten tot langweilig findest, dass du deine Gemeinde tot langweilig findest, dass du dich mit allem anderen beschäftigst, bloß nicht mit dem. Also es ist tatsächlich ein Kampf, ja, ein Kampf. Er will nicht, dass das, was Gott für dich hat, zu dir durchdringt. Das fängt, wie gesagt, bei Errettung an. Aber das geht über alles andere weiter. Guck mal, er kämpft, dass du dich nicht errettet wirst. Er kämpft dagegen, dass du dich taufen lässt. Er kämpft gegen deine Befreiung. Er kämpft gegen deine Heilung. Er kämpft dagegen, dass du Heilsgewissheit hast. Er kämpft darum, dass du dich nach Geistesgaben ausstreckst oder überhaupt mal nach der Geistestaufe ausstreckst. Er kämpft dagegen, dass du Vollmacht bekommst, dass du Reife bekommst, dass du Freude bekommst, dass du Frieden bekommst, dass du in deine Berufung hineinkommst und, und. Er kämpft gegen alles. Alles, was Gott für dich hat. Der Feind versucht zu verhindern, dass es zu dir kommt. So, das ist der Kampf. Das ist der Glaubenskampf, dass du sagst, egal wie es aussieht, ich nehme das, was der Herr für mich hat. Und ich lasse mich nicht abbringen. Ich lasse mich nicht hier von ihm länger berauben. Wir kennen Christen, die wurden jahrzehntelang beraubt und sie hatten eine Theologie, dass das alles ganz richtig und toll ist. Bis sie irgendwann mal gemerkt haben, Moment mal, das muss ja gar nicht so sein. Wir können aufstehen, wir können beten, wir können dagegen angehen. Und ihr Leben hat sich verändert. Kämpfe für deine Familie, deine Ehe, für die Kinder, für die Menschen, die du liebst. Kämpfe für die Versorgung, für die Arbeit, für die Finanzen. Ja? Kämpfe für deine Gesundheit, physisch und psychisch. Kämpfe für den Frieden zu Hause, für das Umfeld, in dem du bist. Kämpfe für dein Denken, wie du denkst, was du denkst. Kämpfe für dein Amt, deine Berufung, deinen Dienst, in dem du stehst. Ja? Kämpfe für deine Zukunft,
die Gott für dich hat. Kämpfe für Zuversicht, für Glauben, für Gewissheit und so weiter. Weißt du, all das sind Schlachtfelder. All das sind Schlachtfelder. Der Feind will uns nur in Zweifel und Frustration hinbringen, damit wir letztendlich dem Glauben abschwören und sagen, hat alles nichts gebracht. Das ist seine miese Methode schon immer gewesen. Und der Herr sagt, ich habe so viel mehr für dich, aber du musst es nehmen. Du musst diesen Feind überwinden. Und wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, es gibt wirklich viele Christen, die kämpfen nicht. Die sind vielleicht desillusioniert, weil sie dachten, das fällt ihnen irgendwie zu, oder weil sie irgendeine Theologie hatten, wo es heißt, du wirst mit Segen überkippt geradezu, musst gar nichts dazu machen. Sie sind vielleicht enttäuscht. Enttäuscht ist ein sehr interessantes Wort, ja, weil wenn du enttäuscht wirst, dann warst du vorher getäuscht. Du warst also in einer Täuschung. Und die Enttäuschung, ja, ist also etwas, wo du von der Täuschung frei wirst, ja, so wie entfesselt. Ja, wenn du gefesselt warst, ne, und du wirst entfesselt, dann bist du die Fesseln los und so bist du hier die Täuschung los. Also enttäuscht zu sein ist ein interessantes Wort, weil du warst vorher getäuscht und jetzt siehst du die Sachen so realistisch, wie sie sind. Viele Christen denken, nee, Gott kämpft für mich. Ich brauche ja gar nicht zu kämpfen. Ich brauche gar nicht zu kämpfen. Gott macht das. Ich brauche auch nicht zu beten, ich brauche auch nicht zu fasten, ich brauche eigentlich gar nichts machen. Gott macht alles. Er kümmert sich ganz fantastisch um mich. Ist der liebevolle Papa im Himmel, alles super. Der kümmert sich um alles. Ja, der kümmert sich um viel. Vor allen Dingen um kleine Kinder im Glauben, um die kümmert er sich viel. Aber irgendwann sollst du wachsen und sollst herankommen und sollst in eine gewisse Reife kommen. Und irgendwann ist das Pampern nicht mehr dran. Ne? So, also da müssen wir sehen, dass wir wachsen. Jetzt ist es so, dass es in der Bibel allerdings natürlich so ein paar Storys und Formulierungen gibt, die dann gerne zitiert werden von den Leuten, die sagen, nee, Gott kämpft für uns, ich brauche nichts machen. Ich kann mich also zurückziehen, mit dem ganzen Thema Kampf will ich nichts zu tun haben, alles ganz fürchterlich. Gott macht das und wir ruhen einfach in seinem Frieden. Klingt gut, ne? Ist aber nicht wirklich so gut. Denn wenn du diese Storys, die dann herangezogen werden, ja, wie beispielsweise gerade von Gideon, ne, oder von Josaphat oder sowas dann liest, dann musst du die ganze Story lesen. Und du wirst sehen, das Volk Gottes, um das es da geht, die waren sehr aktiv. Die waren außerordentlich aktiv. Die sind richtig vorwärts gegangen. Aber sie haben vom Herrn eine bestimmte Anordnung bekommen, in einer bestimmten Weise vorwärts zu gehen. Und das haben sie befolgt. Ja, sie haben das getan, was Gott angeordnet hat. Und ich möchte da ein bekanntes Beispiel dir bringen, was meiner Meinung nach echt missverstanden ist und so interpretiert wird, wir sind still, wir machen gar nichts, Gott kämpft für uns. Gut, Auszug aus Ägypten, Volk zieht durch die Wüste und dann war es eben so, dass die Ägypter hinter ihnen her waren. Pharao mit seiner Heermacht kam hinter ihnen her und es gab Stress ohne Ende. 2. Mose 14 steht das. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zu Yahweh. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Hey, cool, hä? Die hatten gerade eben die 10 Plagen gesehen, hatten gesehen, wie der Herr sie mächtig herausgeführt hat, hatten dieses Ding mit dem Würgeengel gesehen, wo die Erstgeburt umgebracht worden ist, haben gesehen, wie der Herr sie gewaltig da rausholt und das Erste, was sie sagen, ey, müssen wir jetzt hier sterben, nur weil es in Ägypten keine Gräber waren? Ja, die waren echt schon von Anfang an ziemlich speziell. Ne? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Erinnere dich dran, Ägypten hinter ihnen lag in Schutt und Asche, war komplett fertig, das Land, war komplett ausgenockt. Ja? Hat wahrscheinlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert, um sich wieder zu erholen. Und dann reden sie weiter. Ist dies nicht das Wort, das wir dir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. My goodness. Ja? Stresssituation. Die haben gedacht, es ist besser, Sklaven zu sein, als hier mit dem Herrn loszugehen. Trotz all der Wunder, trotz all der gewaltigen Zeichen, die der Herr getan hat. Echte Stresssituation. Und das war genau an folgendem Punkt. Sie waren bis zum Meer gekommen. Vor ihnen war das Meer, das Rote Meer. Ja?
Und hinter ihnen auf einmal war die Armee des Pharaos. Und sie hatten jetzt nach vorne keinen Weg und nach hinten keinen Weg und sie sahen eben keinen Ausweg. Es war eine ausweglose Situation. Und da war eben dieses Gequengel von dem Volk. Und Mose war jetzt in natürlich einer echten Notsituation. Ne? Der Herr hatte sie exakt an dem Platz geführt und er war jetzt, was jetzt? Mose aber antwortete in der Situation, Achtung, Mose antwortete, ne? Mose spricht hier. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung Jahwes, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Jahweh wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Das ist die Situation. Das sagt Mose. Das war kein prophetisches Wort, was er hier weitergegeben hat, sondern das war seine Beurteilung der Situation. Die war ja im Großen und Ganzen nicht schlecht. Und das klingt ja auch so gut, ne? So glaubensvoll, so zuversichtlich, so stark. Relax, der Retter ist da. Aha. Weißt du was? Gott hat diese Aussage von Mose überhaupt nicht bestätigt. Gott hat zu dem, was Mose da gesagt hat, nicht applaudiert und gesagt, na toll, endlich einer, der es kapiert hat. Nein, er sagt, hey Mose, was machst du? Sei du aktiv jetzt. Du bist dran. Du musst jetzt etwas tun. Ich bin ja bei dir. Ich helfe dir, ich wirke, aber mach was. Das liest sich folgendermaßen. Jahweh sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Hier, Mose hat dieses Ding gesagt zu dem Volk. Hat gesagt, der Herr macht das. Ja, seid stille. Der Herr kämpft für euch. Und Gott sagt, was schreist du zu mir? Interessante Antwort darauf, ne? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Okay, wie gesagt, da war es mehr. Und Gott sagt, sag ihnen endlich, dass sie aufbrechen sollen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Du tust das. Du aber erhebe deinen Stab. Du streck deine Hand über das Meer aus. Du spalte das Meer. Das sagt Gott. Das sagt Gott. Mose sagt, hey, seid alle still, Gott macht was. Und Gott sagt, nix da. Du machst es. Du bist dran. Und es geht um diesen Stab. Mit dem gleichen Stab hat Mose ja schon mächtige Zeichen und Wunder getan bei den Plagen. Der Stab war ein Zeichen seiner Autorität. Er war ein Zeichen, dass Gott mit ihm ist. Es war ein Zeichen, dass Gott das, was Mose tut, dass er sich dazu stellt. Und jetzt sagt er, hey, nutz doch das Ding endlich und mach was. Gott reagiert nicht so, wie Mose es hier gesagt hat. Verstehst du? Hier wird eine biblische Aussage vom Menschen Mose als von Gott gegeben interpretiert und das ist es gar nicht. Was Gott sagt ist, go in action, mach du was, komm in die Puschen, Junge, du bist dran und nicht, seid mal alle still und guck, was Gott macht. Nein, du bist dran. Und das ist bei den anderen Sachen auch so. Gideon hat auch gekämpft, auch wenn der Herr einen gewaltigen Sieg gegeben hat. Josaphat hat auch im Glauben sind die vorwärts gegangen, sind losgezogen mit ihrer Heermacht und so weiter. Es ist nicht so, dass die inaktiv auf dem Sofa saßen und dann passierte irgendwas Mysteriöses. Nein, die haben alle immer grundsätzlich gekämpft. Halleluja. Halleluja. Ja? Und das gilt auch für uns. Wir können uns nicht zurückziehen und sagen, ja Gott, mach das. Nein, wenn du nicht vorangehst, wirst du sehen, dass nichts passiert. Weißt du, es gibt Christen, die weigern sich, aus welchen Gründen auch immer, zu kämpfen. Die weigern sich zu kämpfen in ihrem Leben. Ja? Und gleichzeitig beschweren sie sich dann bei Gott, warum sie in Niederlage leben. Und andere, die sagen, ich werde mit dem Herrn vorwärts gehen, ich werde was wagen, ich werde vorangehen, ich werde beten, ich werde fasten, ich werde die Autorität, die er mir gegeben hat, werde ich nutzen. Das bisschen, was ich habe, werde ich einsetzen. Ja? Wie die Leute mit den anvertrauten Talenten und Funden. Ja? Und der Herr wird sich dann dazustellen. Reinhard Bonke sagt, Gott geht mit den Gehenden, aber er sitzt nicht mit den Sitzenden. Genau das ist der Punkt.
Wir gehen, wir attackieren den Feind, wir setzen die Anordnung Gottes um, wir überwinden, wir proklamieren, wir beten, wir fasten. Halleluja, jawohl, wir müssen aktiv werden. Und genau deshalb spricht die Bibel im Epheserbrief von der Waffenrüstung. Ja, die Waffenrüstung, weil es um einen Kampf geht. Das ist eine Waffenrüstung, eine Ausrüstung. Das ist keine Deko, das ist nicht ein netter Pokal für die Vitrine. Oder irgendwie so ein Blechkamerad im Schloss, ja, der da als Dekoration rumsteht. Nein, das ist etwas, was wir haben, was wir anhaben, was wir brauchen und was wir gebrauchen, was Gott uns gibt. Wir bräuchten keine Waffenrüstung, wenn wir nicht in den Kampf gehen, ne? Also wer sich weigert zu kämpfen im Glauben, der braucht keine Waffenrüstung. Der kann Epheser 6 vergessen. Der ganze Epheserbrief ist grandios. Der spricht von unserer Position, von unserer Autorität, von unserer Identität in Christus, wer wir sind. Eingesetzt mit ihm in der Himmelswelt beispielsweise. Ja? Wenn wir das lesen, dann verstehen wir, wer wir sind. Und dann läuft das immer weiter und dann gibt es in Kapitel 5 und Anfang von 6 geht es dann um Unterordnung und solche Sachen. Und dann kommt er zum Schluss auf die geistliche Waffenrüstung. Zum Schluss geht es um Kampf. Erst macht er den Lesern klar, hey, guck mal, wie das funktioniert, wer du bist im Glauben. Dann geht er dahin, dass er sagt, wie funktioniert das mit Unterordnung und Autorität. Und dann geht er da rein und sagt, jetzt schauen wir uns den Glauben an und kommt dazu, dass er sagt, ey, du hast eine Waffenrüstung an. Du hast eine Waffenrüstung an als Christ. Ja? Du hast eine Waffenrüstung an, du musst sie anhaben als Christ. Das ist von entscheidender Bedeutung. Kampf ist ein riesiges Thema in der Bibel. Hunderte von Bibelstellen gibt es dazu. Das Alte Testament ist eine einzige Ansammlung von Auseinandersetzungen, Stress, Kriegen, Schlachten, Kämpfen, Problemen, Pleiten, Pech und Pannen und was nicht alles. Und im Neuen Testament? Es gibt Leute, die sagen, nee, da ist alles anders, da gibt es das nicht mehr. Na, dann hör mal zu, was Paulus beispielsweise schreibt in 2. Korinther 6, Abvers 4. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in vielen Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Okay? Das klingt schon nach Kampf, ne? Dann geht's weiter. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabend und doch alles besitzend. Hey! Das ist der Glaubenskampf im Neuen Testament. Das ist das, was Paulus uns vorgelebt hat. Das ist das, wovon der spricht, wenn er sagt, hey, du hast doch eine Waffenrüstung an. Darum geht es ihm. Und in dem Setting müssen wir das auch verstehen, wenn es ums Thema Unterordnung geht, um Gehorsam und so weiter. Weil wir im Kampf stehen, gibt Gott uns die Rüstung. Er braucht uns keine Rüstung zu geben, wenn wir keinen Kampf haben. Das Volk Gottes ist eine Armee. Und da gibt es einen Begriff, und der war früher sehr bekannt. Die Ecclesia Militans, ja, die kämpfende Gemeinde. Und das ist eine stark, stark umkämpfte Wahrheit. Weil der Feind hasst es, wenn die Christen, wenn er sieht, dass die Christen kapieren, dass sie kämpfen müssen für die Dinge Gottes. Ja, er will so eine Happy-Clappy-Christenheit haben, die sich bespaßen lässt und alles super. Ja, damit hat er wenig Stress. Aber wenn Christen anfangen zu kämpfen, für ihre Dinge, für die Dinge des Reiches Gottes aufzustehen, wird es für ihn brisant. Und das mag er nicht. Ja, wir müssen den Sieg Jesu deklarieren, proklamieren, umsetzen, in dem Sieg wandeln. Ne? Natürlich ist es so, dass der Kampf entschieden ist. Natürlich ist es so, dass Jesus gesiegt hat. Natürlich ist es so, dass der Schlange der Kopf zertreten ist. Natürlich ist es so, dass Jesus den absoluten Sieg errungen hat. Halleluja! Aber wenn wir nicht kämpfen und diesen Sieg in unserem persönlichen Leben umsetzen, dann werden wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Niederlage leben.
Wir verkündigen den Sieg und wir reinigen das für uns verheißene Land von dieser Besetzung des Feindes. Deshalb sagt die Bibel beispielsweise, Offenbarung 3, Vers 11, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Weißt du, dass dein Siegeskranz dir genommen werden kann? Weißt du, dass das die Absicht des Feindes ist? Wir müssen das festhalten. Wir müssen bewusst sein, dass es darum einen Kampf gibt. Und zum Thema Kampf. Kampf ist von Gott gesetzt. Der eigentliche Kampf, in dem wir stehen, nämlich den Kampf gegen den Feind, ist eine Konsequenz des Sündenfalls. 1. Mose 3, Vers 15. Gott selbst sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, sagt er zu der Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So, Gott selbst erklärt den Krieg zwischen dem Menschen und Satan. Ja? Und dieser Krieg, dieser Kampf, diese Auseinandersetzung, weißt du, wann die vorbei ist? Dann, wenn der Herr wiederkommt. Dann ist sie vorbei und nicht einen Tag vorher. Halleluja. Halleluja. Ich finde das wirklich gut. Ich finde das grandios. Ich mag dieses Thema Kampf. Ich mag dieses Bewusstsein, dass wir wissen, wir können Reich Gottes aktiv vorantreiben. Wir können, der Herr will, dass wir aktiv sind. Der Herr will uns gebrauchen. Wir dürfen kämpfen. Wir dürfen seine Armee sein. Ja? Und gewaltige Siege erleben. Wir brauchen keine Couch-Potatoes zu sein, die irgendwie so bespaßt und versorgt werden, sondern wir können Kämpfer sein, die vorwärts gehen für das Reich Gottes. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir eine sehr bekannte Bibelstelle vorlesen und die werden wir uns jetzt noch ein bisschen mit beschäftigen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Da heißt es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ja schon mal aktiv, ne? Wir sind das. Werdet stark im Herrn. Also passiert nicht automatisch. Werdet stark im Herrn. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das ist auch aktiv. Das müssen auch wir tun, ne? Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir brauchen die Waffenrüstung, wir brauchen diese Stärke, wir brauchen die Macht seiner Stärke. Das müssen wir anhaben, um gegen den Teufel bestehen zu können. Wir, das ist doch ganz klar, wir haben das zu tun. Und dann geht's weiter, denn, wichtiges Wörtchen, denn, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Gut, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Deshalb, wieder so ein interessantes Wörtchen, deshalb, weil ihr diesen Kampf habt, deshalb, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, ja, auch wieder aktiv, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Kapierst du, hier geht es die ganze Zeit darum, dass wir aktiv sind und die Waffenrüstung anlegen und vorwärts gehen und gegen den Feind gehen und nicht nur das, sondern hier gegen diese sonderbare Auflistung von diesen Mächten, Weltbeherrschern und so weiter. Weißt du, es ist so, wenn du das liest hier, dass ihr am bösen Tag widerstehen und stehen bleiben könnt, das heißt, es wird böse Tage geben. Das heißt, dass es Zeiten gibt, wo wir widerstehen müssen. Es heißt, dass es böse Tage geben wird. Wir werden da hineinkommen. Na, nur mal so als Hinweis. Okay, jetzt schauen wir uns den Vers 12 näher an. Wenn du eine Bibel hast, Epheser 6, Vers 12. Wir werden uns da ausführlich mit beschäftigen. Jetzt und wenn du das mitlesen willst, ist das gut. Denn unser Kampf. Also was da als Wort für Kampf gebraucht wird, heißt eigentlich unser fortwährendes Ringen. Das ist also nicht mal so ein Kampf wie ein Fußballturnier und dann ist vorbei, sondern das ist ein fortwährender Prozess, ein fortwährendes Ringen, ein Kampf, der anhält, ne? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Weißt du, was hier steht? Wörtlich Blut und Fleisch. Es ist mir immer wieder ein Rätsel, warum die Bibelübersetzung irgendwelche Worte irgendwie eigentümlich interpretieren. Ja? Warum sie nicht, wenn hier Blut und Fleisch steht, Blut und Fleisch schreiben, sondern das umdrehen? Also hier steht
Unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch. Ne? Blut bedeutet, im Blut ist das Leben. Das Leben und dann der Körper. So, unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistigen oder Geistlichen, das ist identisch, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, wörtlich in den himmlischen Welten. Gut. Also, erstens, unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch. So, habe ich hier so einen kleinen Zettel gemacht. Unser Kampf ist nicht dagegen. Das ist der erste Punkt. Sondern gegen Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind vier Gruppen. Vier Gruppen, die hier aufgeführt werden. Jetzt ist erstmal auffallend, von den ersten beiden, Gewalten und Mächte, die sind sehr, sehr häufig in der Bibel kombiniert. Vor allem im Neuen Testament kommen die häufig als Kombipack vor. Ja? Immer Gewalten und Mächte. Und schauen wir es uns mal an. Beginnen wir als erstes mit den Gewalten. Auch da ein Zettelchen. Gewalten, griechisch Archas. Gewalten. Im Englischen, in den englischen Bibeln steht hier ein interessantes Wort, das heißt Rulers. Rulers. Völlig andere Thematik als hier Gewalten. Das Wort Archas heißt Herrscher, Magistrate, Fürstentümer, Obrigkeiten, Regierende, Regenten. Und zwar durchaus im irdischen Sinne. Also königliche Regenten oder Herrscher oder sowas, ja? Es kommt von dem Wort von Anfang, ja? Oder der erste Platz. Also beispielsweise sagt Jesus in den Endzeitreden, redet er von dem Anfang der Wehen. Vom Anfang der Wehen. Da kommt auch dieses Wort vor, ja? Vom Anfang der Wehen. Das ist halt immer das, was am Anfang ist. Und das sind eben diese Leute hier, ja, die Herrscher, die Magistrate, Fürstentümer, Obrigkeiten und so weiter. Also durchaus auch im irdischen Sinne, das Wort, was er hier gebraucht mit Gewalten. Ne? Rulers im Englischen heißt einfach Herrscher, ja, die Regierenden. So, jetzt schauen wir uns das mal an für den irdischen Bereich. Beispielsweise Lukas 12, Vers 11. Wenn sie, sagt Jesus, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Also das nächste Mal geht es hier um die religiöse und die säkulare Obrigkeit. Die Worte, die hier drin stehen, sind exakt die gleichen Begriffe, die im Epheser 6 mit Gewalten und Mächte wiedergegeben sind. Hier heißen auf einmal Obrigkeiten und Machthaber. Das ist ja viel klarer, ja, viel deutlicher. So, und das ist exakt 100% das gleiche Wort. Ne? Lukas 20,20. Da heißt es, dass sie Jesus versucht haben, die Obrigkeit, ne? Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm seien. Die gibt es übrigens auch heute in den Gemeinden, ne? Um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Auch hier, Obrigkeiten und Macht, ist genau das Gleiche, was hier mit Gewalten und Mächten ausgedrückt wird. Also durchaus irdisch. Du verstehst, es geht um irdische Gewalt, irdische Autorität, irdische Herrschaft. Und dann wird es noch besser, um wirklich ganz klar zu machen, dass es um die irdische Obrigkeit geht. Titus 3, Vers 1, der gleiche Paulus. Gebraucht die gleichen Begriffe hier in folgendem Satz. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Hey, das ist cool. Hier sagt Paulus, du sollst den staatlichen Archas und diesen Mächten untertan sein. Und exakt 100% das gleiche Wort gebraucht er in Epheser 6, Vers 12 und sagt, hey, unser Kampf ist genau dagegen. Was meint der Mann? Es ist natürlich so, dass wir wissen, dass wir nicht im Natürlichen kämpfen. Ne? Wir kämpfen nicht gegen Blut und Fleisch.
Das ist nicht unser Gegner. Unser Gegner sind nicht die Menschen. Ja? Unser Gegner sind nicht die natürlichen Menschen, aber sehr wohl die dahinterstehenden geistlichen Mächte und Gewalten, die widergöttlich sind. Ja? Dagegen haben wir anzugehen. Gegen die Dämonen, die diese Leute steuern. Gegen die Mächte, die satanische Agenda, die dahinter ist und diese Menschen missbraucht, um irgendwelche komischen Dinge durchzusetzen. Dagegen haben wir zu kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen den Menschen, gegen sein Leben, gegen seinen Körper, gegen sein Menschsein, sondern die geistliche Sache, die dahinter steht, die wird natürlich attackiert. So, und das heißt nicht, dass wir das, was diese Leute jetzt sagen, gesteuert von diesen dämonischen Kräften, irgendwie alles blind akzeptieren müssen. Ne? Sondern, dass wir eben dagegen kämpfen, dürfen dagegen kämpfen müssen. Aber auf geistlicher Ebene. Auf geistlicher Ebene. Halleluja. So, der gleiche Begriff hier, Archas, ne? Gewalten, den gebraucht Paulus allerdings auch für das Übernatürliche. Für den übernatürlichen Bereich. Also nicht nur im Irdischen, wie wir es gerade hatten, sondern auch für den übernatürlichen Bereich. So, er verwendet das für Engel und Dämonen, die irgendwelche Herrschaftsbereiche innehaben. So lesen wir beispielsweise in Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Amen. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Hier hat er die gleichen Begriffe. Gewalten und Mächte, exakt die gleichen Begriffe. Ja, das sind hier irgendwelche Engelswesen, Engelsysteme, was auch immer. Epheser 1, Vers 20. Ja, da geht es um die Kraft. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten, also Gottes Rechten, in die Himmelswelt gesetzt hat. Jetzt kommt hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Hoch über alles, was im übernatürlichen Bereich ist. Irgendwelche Dinge, ja? Kraft, Herrschaft, Namen, Gewalt und so weiter. Römer 8, Vers 38 und 39. Das kennen wir alle. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch hier kommen die Gewalten und die Mächte vor. Allerdings, ich habe jetzt hier die Elberfelder gelesen, ist das hier nicht richtig wiedergegeben. Denn das Wort, was hier für Mächte verwendet ist, ist eigentlich Dynamis. Und das heißt Kraft. Ja, eigentlich müsste es richtig übersetzt an der Stelle Kräfte heißen. Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfalte Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Die Mächte und Gewalt in der Himmelswelt. Und genau das ist es, ist ja auch Epheser, ne? Wo es dann darum geht, wogegen wir zu kämpfen haben. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja. Das finde ich grandios. Das ist das, worum es hier geht bei diesen Archas. Das Wort Archas. Wenn wir das Wort Gewalten hier in dem Text haben, ist das etwas schwierig. Das ist ein Begriff, der ist weiter darüber hinausgehend. Das ist eben diese Herrschaft. Das ist dieser Bereich von dieser irdischen Herrschaft, von der Regentschaft, ja, von den Leuten, die irgendwie Position haben. Obrigkeit. Obrigkeit ist im Grunde genommen das beste Wort dafür. Ja. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Obrigkeit. Auweia. Ne? Okay, jetzt nächster Begriff. Ja, der nächste Satz, warte mal, der heißt, wir kämpfen gegen die Gewalten, gegen die Mächte. So, das Wort, was dabei Mächte verwendet ist, ist Exousias. Exousias, ne? Das ist das Wort, um das es da geht. Und das ist etwas schwächer. Da geht es nicht um die Herrschaft und die Regentschaft, sondern um eine delegierte Macht. Also jemand, der eine Handlungsvollmacht hat, der beauftragt worden ist, der also etwas beauftragt bekommen hat.
dem man Macht zugeordnet hat. Das Interessante ist bei dem Ding das englische Wort, Authorities. Im Englischen haben die da an der Stelle Authorities geschrieben. Eieiei, Autoritäten. Weißt du, was Authorities im normalen englischen Sprachgebrauch heute heißt? Behörden. Behörden. Also wenn ein Engländer das liest, für den liest sich das so. Unser Kampf ist gegen die Behörden. Der wird das hoffentlich richtig verstehen, ja? Nur um da mal ein bisschen das Ganze aufzudröseln, was da eigentlich drinsteckt. Hier geht es um eben irdische und natürlich übernatürliche Autorität. Autorität, die aber gegeben ist. So, im Irdischen sind das also die Bibelstellen, die ich oben schon genannt hatte. Aber ich möchte hier noch zwei weitere nennen. Lukas 23, Vers 7. Als er erfahren hatte, dass er, nämlich Jesus, aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war. Das war, als Jesus gefangen genommen war. Er sandte ihn zu Herodes. Warum? Weil der aus dem Machtbereich war. Der war aus dem Exousias von Herodes, dem Machtbereich von Herodes. Deshalb hat der gesagt, Pilatus hat gesagt, okay, schicken wir zu Herodes. Herodes, der ist eigentlich dafür zuständig. Ne? Römer 13, Vers 1. Und jetzt wird es wirklich interessant. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Das ist eine Bibelstelle, die in letzter Zeit sehr publik ist in vielen christlichen Kreisen. Ich werde übrigens nächste Woche darüber sprechen. Und das Interessante ist, dass der gleiche Paulus, der sagt, unser Kampf ist gegen Exousias, schreibt hier, unterwerft euch den Exousias des Staates. Es gibt keine staatliche Exousias, außer dies von Gott. Und gleichzeitig sagt er, hey, unser Kampf ist dagegen. Wir müssen verstehen, dass da eine eigentümliche Brisanz in der Bibelstelle ist. Weißt du, wenn wir lesen Mächte und Gewalten, das klingt schon irgendwie nicht irdisch. Das ist aber in dem Originaltext nicht drin. Da ist diese Komponente, das sind irdische Autoritäten und Herrscher und das sind übernatürliche Autoritäten und Herrscher. Gut, dieses Wort Exousias, jetzt im Übertrag, also im übernatürlichen Sinne, das bedeutet eben diese delegierte Macht. Übrigens gilt das auch für die von Gott gegebene Macht, die Gott seinen Heiligen gibt. Auch wir haben von Gott diese Exousias bekommen, die Dinge des Reiches Gottes umzusetzen. Ne? So, und hier möchte ich folgende Bibelstelle dazu lesen. Zum einen für Engel, ne? In 1. Petrus 3, Vers 22. Jesus ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Halleluja. Und das Gleiche gibt es eben auch in diesem satanischen, dämonischen Bereich. Beispielsweise, und das ist eine super interessante Stelle, Lukas 4, Vers 6. Der Teufel versucht Jesus, als der in der Wüste ist. Ne? Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht, diese Exousias geben und ihre Herrlichkeit, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich sie geben will, dem gebe ich sie. Merkst du, dass der Teufel hier der aktive Part ist? Ich habe die Macht und ich kann sie dir geben. Hey, ich habe die Exousias. Ja, die wird zugeordnet, Handlungsvollmacht, ja, übertragene Autorität. Der Teufel sagt, ich gebe dir das, habe ich ja. Ne? Jesus hätte sich damit dem Feind unterstellt. Er hätte es aus seiner Hand genommen. Von wem hat denn eigentlich hier der Teufel diese Macht? Ja? Alle diese Macht und ihre Herrlichkeit, mir ist sie übergeben. Ist sie ihm von Gott übergeben? Nein. Sie ist ihm vom Adam übergeben, bei dem Sündenfall. Die Exousias, die Adam hatte, hat er durch den Sündenfall, weil er sich den Rat des Feindes akzeptiert hat und verführt worden ist, hat er dem Feind in die Hände gespielt. So, der Feind hat diese Macht. Er hat die Macht über die Welt.
Ja, und er hat sie Jesus angeboten. Sehr wohl wissend, dass Jesus gekommen ist, um genau das hier wieder für das Volk Gottes rauszuboxen. Um genau die Exousias, die Adam gegeben ist, wieder zu nehmen und den Menschen seines Wohlgefallens zu geben. Eine ganz wichtige Stelle für das Verständnis, wie das mit irdischer Macht funktioniert. Der Teufel hat die Macht und er gibt sie, wem er will. Das sollten wir uns wirklich bewusst sein. Lukas 4, Vers 6. Epheser 2, Vers 2 kommt das Wort auch vor. Da heißt es, also ihr als Christen, ihr wandeltet einst gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Exousias, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Hier wird der Feind, Satan, als der Fürst der Exousias bezeichnet. Ja, also dann merkst du schon, das hat tatsächlich diese übernatürliche Komponente. Und davon spricht Paulus auch in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Exousias der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja. Wir sind aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen, gerettet durch das, was Jesus getan hat. Ja? Halleluja. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Okay, was ich hiermit sagen will ist, in dieser Bibelstelle heißt es also, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Archas, die Herrscher, die Obrigkeiten, gegen die Exousias, ja, eben diejenigen, die die übertragene Macht haben, und dann geht's weiter, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Okay, jetzt wird's natürlich schon spannend. Weltbeherrscher dieser Finsternis. Im Englischen steht an der Stelle Cosmic Powers. Das klingt schon stark, ne? Cosmic Powers. Das klingt wirklich, das klingt nach was. Das griechische Wort, was da verwendet ist, ist relativ gut übersetzt im Englischen. Das heißt nämlich Kosmokratoras. Die Kosmokratoras, hier haben wir sie. Die Kosmokratoras, das sind die Weltbeherrscher. Kosmos heißt Welt. Krateo kommt von Herrschen. Eigentlich heißt das Wort Weltherrscher. Ja, und wenn man also sagt, die Kosmosherrscher, ne? Cosmic Powers, ne? Cosmic Minds. Das ist das, was die Engländer wiedergeben und das ist ziemlich gut. Aber unsere Übersetzung Weltbeherrscher ist auch gut. Ja, wir sind im Kampf gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Verstehst du? Die Welt wird von der Finsternis beherrscht, heißt das da. Die Welt wird von der Finsternis beherrscht und wir stehen im Kampf dagegen. Das Interessante, dieses Wort hier, gibt es nur ein einziges Mal in der Bibel, nämlich an der Stelle. Das kommt sonst nicht mehr vor. Ja? Das ist etwas hier mit diesen Kosmokratoras, diesen Weltherrschern oder Weltbeherrscher. Ne? Da dämonische, satanische Kräfte, die als Herrscher eben das Leben der Menschen in der Welt eben beherrschen. Ne? Wie wir es eben gelesen hatten. Wir sind rausgerissen aus dem Machtbereich der Exousias von der Finsternis. Ja? Ne? Wir sind rausgerissen von der Exousias der Finsternis, aber die Kosmokratoras der Finsternis, die gibt's eben noch. Aber die gelten nur für die Welt. Die sind unter der Finsternis, die sind unter der Herrschaft von diesen Weltbeherrschern. Und dagegen müssen wir angehen. Verstehst du, wir gehen gegen die Mächte an, die die Welt beherrschen. Mhm. Epheser 2, Vers 2 spricht von dem Fürsten. Ne? Und die Bibel nennt den Feind, Satan, sowohl den Fürsten der Welt, wie den Herrn der Welt, wie auch den Gott der Welt. 2. Korinther 4, Vers 4. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Wie gesagt, Epheser 2, 2 spricht vom Fürsten. Also, die Kosmokratoras. Und der Kampf ist gegen die Archas, ja, die Obrigkeiten und Beherrscher, gegen die Exousias, gegen diejenigen, die die Macht übertragen bekommen haben, gegen die Kosmokratoras, gegen diese Weltbeherrscher der Finsternis. Und dann als viertes, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
Wie gesagt, du kannst auch sagen geistlichen Mächte, das ist in dem Fall deckungsgleich. Im Englischen steht da Spiritual Forces. Spiritual Forces, geistliche Kräfte. Ja? Und was da verwendet wird im Griechischen ist Pneumatika. Unser Kampf ist gegen die Pneumatika. Okay? Pneumatika meint also nicht körperlich. Ne? Das ist Hauch, Luft, Atem, Geist, Geisteswesen, spirituelle Kräfte und so weiter. Ne? Und das Wort kommt in verschiedenen Zusammenhang immer und immer wieder vor. Ne? Also beispielsweise, nur ein Beispiel, 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach geistlichen, ne, Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Übrigens ein guter Tipp. Strebt danach, dass du weissagst, das heißt prophezeist. Fordert uns die Bibel dazu auf. Eine gute Sache, wenn man danach strebt. Ne? Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. So, in diesem Zusammenhang, weil hier ganz klar steht, das sind eben diese geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, bezieht sich das ganz eindeutig nur auf die dämonischen, finsteren Kräfte. Ja? So, wir haben also hier diese vier Gruppen. Archas, Excusias, Kosmokratoros und Pneumatika. Ja? Mächte, Kräfte. Die ersten beiden Gruppen gibt es auch im Irdischen. Die beiden anderen sind zumindest in dem Zusammenhang, wie sie hier genannt sind, eindeutig Mächte der Finsternis. Grundsätzlich geht es um Dinge aus der geistlichen Welt, die hinter irgendwelchen Systemen, Herrschern oder sonst was stehen. Und hier sagt Paulus, hey, das ist unser Kampf. Das ist unser Kampf. Das müssen wir tun. Wir müssen stark werden. Wir müssen die Waffenrüstung anziehen. Wir müssen gegen die Listen bestehen. Unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen diese Dinge. Und wir müssen dagegen angehen. Es ist unser Kampf. Okay, das ist eine sehr gute Sache, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir uns darauf konzentrieren. Etwas, was du dir am besten aufschreiben kannst, wenn du die Gelegenheit hast, ist Folgendes. Als Könige, Priester und Gesandte Jahwes kämpfen wir unter der Führung des Ruach HaKodesh im Namen Jeshua HaMashiachs. Ich werde das hinterher nochmal vorlesen. Ja, aber das ist eigentlich die Art, wie wir kämpfen. Als Könige, Priester und Gesandte Gottes, des Vaters, Jahwes, kämpfen wir unter der Führung des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh, im Namen Jesus, im Namen Jeshua HaMashiach. Das ist die Art, wie wir kämpfen. Das ist die Art, wie wir die Rüstung anhaben. Ja? Geleitet vom Heiligen Geist. Nicht irgendwie irre und komisch und sonst was, sondern unter seiner Führung, seiner Leitung gehen wir in diesen Kampf, der uns allen verordnet ist. Und jetzt, an der Stelle, hole ich mal gerade die Tafel. So, weil es ja hier die ganze Zeit um Kampf geht, habe ich hier schon mal einen schönen Kämpfer aufgemalt für euch. Ein, ja, römischer Legionär, ne? Und es geht hier um die Waffenrüstung. So, Waffenrüstung, also dachte ich, das passt schon, ne? Wenn man da so einen Legionär hat, da ist ja auch das ganze Bild, was sich dann da anschließt, wo wir heute übrigens noch gar nicht drauf kommen. Was ich aber zunächst einmal mit dir, bevor ich da weiter ins Detail gehen möchte, mit mir durchsprechen möchte, ist Folgendes. Viele Christen haben eine Vorstellung von einer Hierarchie, wie so das Leben so aufgebaut ist. Ja, du verstehst schon gleich, was ich meine. Also, als erstes haben wir oben natürlich Gott. Gott ist der Boss, das ist klar. Halleluja. So, darunter, so ist es für viele Christen in der Vorstellung, auch überhaupt, oder Christen, für viele Menschen grundsätzlich in der Vorstellung, auch gerade so in dem sogenannten Volksglauben, ja, in der Vorstellung, darunter irgendwann kommt eben der Teufel. Ne, oben ist Gott und dann kommt der Teufel. Und dann darunter irgendwie, ne, mysteriös, kommen dann irgendwie die Engel.
Die Engel sind auch noch dabei, die kommen dann. Und darunter wiederum gibt es dann die gefallenen Engel. Ja, sagen wir mal Dämonen. Also die negativen geistlichen Kräfte. Also Gott, der Teufel, die guten Mächte und die bösen Mächte. Und dann darunter, ja, so als Spielball, kommt dann letztlich der Mensch. Okay. Und darunter dann noch Tiere, Pflanzen und der Rest der Schöpfung. Das ist das, wie viele Leute einfach so, sagen wir mal, einfach die Hierarchie, nenne ich das mal, ansehen. Ja, eine Hierarchie, wie so das Ganze aufgebaut ist. Glaubst du, dass das richtig ist? Für sehr viele Leute würden sagen, ja, das stimmt 100%. Ist völlig unbiblisch. Ist überhaupt nicht das, was für uns als Volk Gottes, als Christen gilt. Ja, das ist nichts, wie wir denken dürfen. Und das ist wichtig, dass wir das hier verstehen, wenn es gleich um den Kampf geht, weil wir müssen die richtige Reihenfolge haben. Und das hier ist die falsche Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge ist der Leib Christi, das Volk Gottes, die Ekklesia kommt hier, direkt unter Gott. Sage ich gleich noch was dazu. Halleluja. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist da, wo wir hingehören. Ne? Gut. Dann kommen die Engel. Dann an der Stelle kommen die, hier irgendwo, also ziemlich weit unten, hängen wir es mal da unten hin, kommt der Teufel. Und noch weiter unten kommen seine Helfershelfer. Übrigens Teufel bei uns grundsätzlich. Wir schreiben Teufel immer klein. Immer klein. Also solltest du dir vielleicht auch angewöhnen. Ist etwas, was man klein schreiben sollte. Das Schöne beim Deutschen ist, wenn du Teufel schreibst klein, hat er vorne erstmal ein Kreuz. Das ist schon mal gut. Jedes Mal, wenn er seinen Namen hier bekommt, kommt ja vom griechischen Diabolos, ne? Teufel, dann ist erstmal schon mal ein Kreuz da, dann weiß er schon mal, dass die Niederlage ist und danach bleibt nur noch der Teufel. Also, das finde ich gut. So, das ist die richtige Reihenfolge. Das ist die biblische Reihenfolge. Gott, der Leib Christi, dann die Engelswelt, die himmlischen Wesen und was es da so alles gibt und irgendwann, also echt abgeschmiert, der Teufel und die Dämonen. Halleluja. So, und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, also das kann ich so gar nicht sehen. Ja, wo steht das in der Bibel? Okay, lesen wir mal Psalm 8, Vers 5 bis 6. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als... Punkt, Punkt, Punkt. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Wenn du diesen Vers in deiner Bibel nachliest, dann wirst du feststellen, dass in einigen Bibelübersetzungen da steht Engel und in einigen Bibelübersetzungen steht da Gott. Richtig ist Gott. Das Wort nämlich, was da steht, ist Elohim. Elohim. Und Elohim wird für Gott verwendet, den Schöpfer Gott. Und zwar nahezu ausgeschlossen. Ja? Er ist Elohim, der Schöpfer Gott. Ne? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als den Schöpfer Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ja, warum denn? Ja, weil er ein Gegenüber ist, ein Ebenbild. Ein Ebenbild. Gott wurde Mensch. Halleluja. Und deshalb ist der Leib Christi, um den wir uns hier gleich kümmern werden, ist direkt in diese Situation unter Gott hineingenommen. Hoch erhaben über alles, was Engel und sonst was ist. Das Wort, was da steht, Elohim, ja, ist für den Schöpfer Gott. Und bei mir in meiner Elberfelder steht dann ganz toll drin, ja, Klammer auf, wörtlich im Griechischen Elohim, ja, wird in allen anderen Fällen als Schöpfergott verwendet, hier wahrscheinlich für Engelswesen. Das ist Theologie. Da nimmt man das Wort Gottes und quetscht es in irgendein krankes theologisches Bild, weil das kann man sich ja nicht vorstellen, dass das die richtige Reihenfolge ist. Aber sie ist die richtige Reihenfolge. Genau. Und hier unten der Teufel, den haben wir auch noch. Halleluja. So, und jetzt haben wir hier diese wunderbare, schöne Figur, diesen Kämpfer. Ne?
Darum wird es nämlich gehen, weil hier geht es um unseren Kampf. Und der hat ja hinterher die Waffenrüstung an. Und was ist das überhaupt mit dem Kampf? Das schauen wir uns jetzt an. Hier haben wir also diesen Kämpfer. Und da haben wir zunächst mal das Haupt. Okay? Hier, Haupt. Das Haupt. Upsa, der ist aber hier. Der ist nichts. Das Haupt. Das Haupt ist oben, ist im Himmel. Wir sind ein Leib mit dem Herrn. Das Haupt, ja, und der Körper sind verbunden. Das heißt, wenn wir uns das anschauen mit dem Leib Christi, und das brauchen wir gleich, der Leib Christi ist etwas, was eins ist. Das ist das, was wir beim Abendmahl immer und immer und immer wieder besprochen haben. Wir haben gedacht, wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, das Haupt und der Leib sind eine Einheit. Die sind nicht geköpft. Es ist nicht so, dass da irgendwo mysteriös in der himmlischen Dimension irgendwie abgetrennt so ein Haupt rumfällt, ja, und der Körper ansonsten irgendwie davon abgetrennt. Das ist doch pervers, so ein Denken. Nein, es ist eine Einheit. Das Haupt ist in der himmlischen Dimension und der Körper, der Leib Christi, ist auf der Erde. Ja, der Leib Christi, das Haupt im Himmel, eingesetzt zu Rechten des Vaters, aber der Leib hier, der Leib auf der Erde, der Leib. So, das ist eigentlich völlig logisch, völlig nachvollziehbar. Eins mit ihm. Wir in ihm und er in uns. Schau mal, beim Abendmahl nehmen wir das Fleisch, also das Brot, auf, im Bewusstsein, wir sind eins mit ihm. Wir nehmen das Blut auf, um im Bewusstsein zu haben, hey, wir haben sein Leben in uns, wir sind eins mit ihm, es ist ein Blutkreislauf. Ja, es ist eine Einheit. Das Haupt ist im Himmel, ich habe das mal hier so getrennt, aber es ist trotzdem eins. Ja, so, das heißt, im Geist ist es eins. Im Geist eins. Aber im, das ist das Übernatürliche, aber im Natürlichen ist es getrennt. Die Glieder meine ich. Wir haben Geschwister, Christen, überall auf der Welt. Millionen und Millionen und Millionen und Millionen. Und sie alle bilden zusammen den Leib Christi. Im Natürlichen sind wir getrennt. Im Natürlichen sind wir nur Glieder, ja, die irgendwo auf der Erde leben. Aber im Geist sind wir als Volk Gottes eine absolute Einheit. Mit Christus als Haupt. Eins. Ein Leib. Ein Leib. So, und das hier bezeichnet die Bibel, hier das, was hier drunter ist, eben als Leib mit Gliedern. Das ist das biblische Bild, das insbesondere Paulus gebraucht, um klar zu machen, wie das mit diesem Leib, mit dieser Einheit funktioniert. Er sagt, wir sind eins im Geist, mit Christus als Haupt. Ein Leib. Mit vielen, 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 vielen verschiedenen Gliedern. Die zusammen hier diesen Körper bilden. Diesen Körper bilden. Der Leib Christi. Und dieses ganze Ding hier, das ist in der Position König, Priester, und Gesandter zu sein, Botschafter. So. Das gilt hier für den Leib. Der Leib mit Christus als Haupt ist König, Priester und Gesandter. Hat diese Exousia, hat diese Herrschaft, hat diese Autorität, hat das, was der Herr für uns hat. Das hier, was hier ist, nennt die Bibel Ekklesia. Ekklesia. Das ist ein super gutes Wort. Ekklesia ist
tausendmal besser als Kirche und hundertmal besser als Gemeinde. Ekklesia ist nämlich ein Wort, was sagt die Herausgerufenen. Da geht es nicht um irgendeine Organisation oder um irgendeinen Laden oder irgendeine Institution, wo du irgendwelche Namenslisten hast, wo du eventuell draufstehst, sondern hier geht es wirklich um die in Geist Herausgerufenen, die wirklich, wirklich real diesen Leib Christi bilden. Die wirklich real König, Priester, Gesandter und so weiter sind. Die wirklich real der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das alles sind Dinge, die die Bibel sagt. Das hier ist die neue Kreatur. Das hier ist das, was es vorher nicht gab. Die Ekklesia, die Herausgerufenen, die den Leib Christi bilden. Das ist nicht mehr die Welt. Und es steht auch nicht unter der Herrschaft der Welt. Ja? Es steht nicht unter der Herrschaft der Welt, die wir ja jetzt hier so intensiv betrachtet haben. Wir müssen ein Verständnis dafür haben, deshalb wieder dieses Ding mit der Identität, wer wir sind und wo wir sind und wozu wir gehören. Ich habe jetzt hier diesen Soldaten genommen, weil wir uns doch damit beschäftigen werden, mit dieser Waffenrüstung und wie das alles zu verstehen ist und was damit zusammenhängt. Aber wichtig ist mir zuerst einmal, dass wir kapieren, es ist eine Einheit. Ein Leib. Weißt du was? Es ist jetzt wirklich herausfordernd für viele, aber die Bibel sagt, der Christus. Weißt du, was sie damit meint? Das Ganze. Das Ganze ist der Christus, der Gesalbte. Deshalb nennen wir uns übrigens auch Christen. Ne? Jetzt schauen wir nochmal in Epheser 1, Vers 20 bis 23. Und da heißt es, da geht es um die Kraft, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Alles, alles. Christus ist darüber eingesetzt. Halleluja. Nicht allein in dieser Welt. Und das ist hier Erde, ne, Welt, nicht allein hier in dem Bereich, sondern auch in der zukünftigen. Und jetzt pass auf. Und alles, 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 das müssen wir wirklich eintüten, alles, diese ganzen Dinge, hat er unter seine Füße getan. Unter die Füße. Und hat ihn gesetzt, der Ekklesia, der Ekklesia zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Verstehst du, wo diese Archas hingehören? Verstehst du, wo die Exousias hingehören? Ups. Verstehst du, wo die Weltbeherrscher, das finde ich ja wirklich geschmeidig, die Weltbeherrscher, die Kosmokratoren hingehören? Und letztlich noch die geistigen Mächte, die Pneumatiker. Weißt du, wo die hingehören? Alle. Unter die Füße. Unter die Füße des Leibes, unter die Füße des Christus, unter die Füße der Ekklesia. Sie ist über all das gesetzt. Das müssen wir verstehen. So, und dann haben die Leute so ein komisches Weltbild, wo sie denken, der Teufel ist über den Menschen oder irgendwas, weil sie keine Ahnung davon haben, welche Position wir als Kinder Gottes haben, in was wir hier reingenommen worden sind, wenn wir denn mit Christus eins sind, der in der Himmelswelt eingesetzt ist. Der Epheserbrief sagt, wir sind mit eingesetzt in der Himmelswelt, in ihm. Das kannst du überhaupt nur verstehen, wenn du ein Verständnis dafür hast von dieser Einheit, ja, die der Leib mit dem Haupt hat, die wir mit Christus haben. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Epheser 5, Vers 23. Da lesen wir, wie auch der Christus das Haupt der Ekklesia ist. Als der Retter des Leibes. Wie aber die Ekklesia sich dem Christus unterordnet. Da geht es um Unterordnung. Er spricht da über Unterordnung. Ein Thema, wo ich auch demnächst drüber sprechen werde. Ja, die Unterordnung. Die Ekklesia ist dem Haupt untergeordnet. Ja,
Das gilt für uns. Matthäus 28, Vers 18. Jesus sagt, trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Halleluja. Dann hier eine Bibelstelle. Moment, sorry. 1. Korinther 15, Abvers 24. Geht es um das Ende der Zeit. Dann das Ende, wenn er, nämlich Jesus, das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Weg. Denn er muss herrschen. Ne? Er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das ist wirklich krass, was der Epheserbrief da wirklich für uns hat. Und wir müssen verstehen, deshalb ist das unser Punkt, wer wir sind in Christus, was das heißt, welche Autorität wir haben, wo wir hineingenommen worden sind, als Könige, Priester, Gesandte, als Botschafter an deiner Stadt, als sein Sprachrohr, als sein Leib. Ja? So, unter den Füßen der Ekklesia, der Gemeinde, wie es normalerweise in den Bibelübersetzungen heißt, den Herausgerufenen sind all diese Dinge. Die sind unter den Füßen. Und dann schreibt Paulus, hey, dagegen kämpfen wir. Dagegen kämpfen wir, dass diese Sachen, ja, da bleiben, wo sie hingehören. Nämlich unter den Füßen. Unter den Füßen. Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Der über jedem Namen ist. Der Name Jeschua, unser Haupt, ist über jedem Namen überhaupt, was es gibt, was es jemals geben könnte oder geben würde. Halleluja. Und nochmal, deshalb habe ich gesagt, als Könige, Priester und Gesandte Jahwes, Gottes des Vaters, kämpfen wir unter der Führung des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh, im Namen Jeshua HaMashiachs, Jesus Christus. Weißt du, das ist der Kampf, der uns verordnet ist. Das ist der Kampf, in dem du und ich stehen. Das ist der Kampf, wo wir drum kämpfen müssen. Für unsere Familie, für unsere Angehörigen, für die Menschen um uns herum. Das ist der Kampf. Die Leute sind dabei, in die ewige Verdammnis zu gehen. Und wir haben für sie zu kämpfen. Das System ist dabei, in die ewige Verdammnis zu gehen. Und wir haben etwas, was wir dagegen aufrichten können. Ja, das Reich Gottes. Es gibt einen Kampf um dich. Es gibt einen Kampf um deine Lieben. Es gibt einen Kampf um deinen Glauben. Es gibt einen Kampf um alles, was du bist und hast. Aber dieser Kampf muss hier unten bleiben. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Dinge hier hochkommen und uns irgendwie attackieren. Und schon gar nicht, dass sie hier hochkommen. Und sich in die Position erheben, dass die sozusagen das Haupt sind und uns sagen, was geht. Weder Gewalten, noch Mächte, noch Weltbeherrscher, noch irgendwie sonst was darf dahin kommen, dass das uns steuert und das uns irgendwie lenkt. Das Haupt muss das Haupt bleiben. Das Haupt ist Christus allein und nicht irgendwelche irdischen oder übernatürlichen Systeme, Mächte, Gewalten, Herrscher, Könige, Regenten, Behörden oder whatever, Obrigkeiten. Wir müssen verstehen, wer wir sind und was der Herr für uns hat. Wir müssen verstehen, dass jeder Christ, der zur Ekklesia gehört, einen Kampf hat. Deshalb spricht Paulus direkt im Anschluss an diese Verse von der Waffenrüstung. Die hast du nicht an zu Dekorationszwecken. Die hast du an, weil du sie brauchst. Weil du den Sieg Jesu nämlich weiter vorantreibst und umsetzt gegen diese Mächte der Bosheit, die versuchen, die Menschen diesen Sieg vorzuenthalten. Kein geistlicher Pazifismus. Kämpfe für das, was Gott mehr für dich hat. Ja? Mehr für dich hat. Es lohnt sich. Gib nicht auf. Denk an die Ecclesia Militans.
Die Ecclesia Militans, das ist die kämpfende Gemeinde. Das ist die Gemeinde als Armee, die Herausgerufenen als Armee. Das Volk Gottes hat die Autorität und die Position, gegen diese Mächte vorzugehen. Halleluja. Und an der Stelle bleibt noch ein Ding, was ich noch hier sagen möchte. Und das ist das hier. Den haben wir ja auch noch. Blut und Fleisch. Gegen Blut und Fleisch, Erde, kämpfen wir nicht. Ja, das befindet sich hier. Dagegen gehen wir nicht an. Aber gegen die gefallenen Mächte. Hier, von dem Typi hier. Äufel, hängen wir mal hier unten hin. Ne? Das Kreuz mit einem dahinterstehenden Äufel, ja? Gegen das, da gehen wir an. Dagegen gehen wir an. Das ist unsere Position als Kinder Gottes. Und jetzt zum Schluss, zum Abschluss möchte ich nochmal einfach diesen grandiosen Bibelvers mit dir lesen hier. Ja, Epheser 6, Vers 10 bis 13. Werdet stark im Herrn. Im Herrn stark. Nicht stark mit deiner piepsigen kleinen Kraft oder irgendwas. Im Herrn, mit dem du verbunden bist, stark werden. Und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Kommt noch. Ne? Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Der ist nämlich listig. Und tut so, als ob er nicht hier unten ist, sondern hier oben irgendwo. Ne? Damit ihr dagegen bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, was hier oben ist, sondern gegen die Archas, die Gewalten, gegen die Exousias, die Mächte, gegen die Kosmokratores, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Pneumatika, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes aktiv, ja, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Halleluja. Und das ist es, was wir für dich wirklich wünschen, von ganzem Herzen, dass du wirklich stehen bleiben kannst, wenn der böse Tag kommt. Dass du siegst, dass du vorangehst, dass du in dem, was der Herr für dich hat, wirklich siegreich vorangehst. Und es geht nicht nur um dich. Es geht um die Menschen um dich herum. Es geht um deine Lieben. Es geht um deine Kinder. Es geht um deine Geschwister. Es geht um deine Eltern. Es geht um deine Verwandten. Es geht um deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Es geht um die Menschen, mit denen du zu tun hast, die dabei sind, verloren zu gehen für die Ewigkeit. Ja. Und du sollst derjenige sein, der sie von diesem Rotz hier unten befreit und hineinbringt in die Ekklesia. Denn da gehören sie hin. Halleluja. Halleluja. Super genial. Was mir einfiel, ist, dass ich mich mal wieder gewundert habe, wie es der Teufel doch geschafft hat, dass wir alle diese erhoben haben. Ja. Dass wir denen das Recht einräumen, in unserem Leben die Tonangeber zu sein, dass wir die höher achten als alles, was von Gott kommt, alles das, was vom Wort Gottes kommt, dass wir quasi schon so von ihm geliked, verlinkt oder verführt wurden, dass wir das umgedreht haben, dass wir von diesen Dingen uns so beeindrucken lassen, jeden Tag in unserem Leben, yep, von den Unruhen, von den Mächten der Bosheit, von dem, was wir um uns herum erleben, dass wir denen das Recht gegeben haben, in unsere Herzen, in unsere Gedanken, in unsere Gefühle, in unsere Seele und in unseren Geist reinzusprechen. Und es wird höchste Zeit, Amen, dass wir das wieder in die richtige Ordnung reintun, dass wir quasi das Regal mal aufräumen. Jawohl. Dass wir auch diese Rüstung nicht erst immer anlegen, ablegen, dass wir immer hin und her machen, ja, sondern dass wir sie anlassen, weil wir sie brauchen, damit wir auf diese Dinge treten können. Amen. Mit diesen Stiefeln an den Füßen beschuht, dass wir drauf stehen können, auf
auf diesen untertan gemachten Dingen. Das ist doch schon erreicht für uns. Und wir wollen ganz neu dafür stehen, dass wir nicht zu denen gehören, die das umkehren, sondern wir sind Anhänger des neuen Weges. Halleluja. Wir sind die Ekklesia, die rausgerufen sind, damit sie diese Herrschaftspositionen in der richtigen Weise verstehen. Ja, umsetzen. Das Reich Gottes umsetzen, yes. Im Sieg vorangehen. Genau. Yes. Das ist einer der Hauptpunkte bei Gottes Haus. Ein Verständnis darüber, wer wir sind in Christus. Was es heißt, eins zu sein mit ihm. Was es heißt, eine neue Kreatur zu sein. Was es heißt, hineingenommen zu sein in das, was Christus für uns hat. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Herr, wir danken dir für dein Wort, was solche gigantischen, erstaunlichen Wahrheiten für uns beinhaltet. Und ich bete dafür, dass wir ein Verständnis bekommen, wie wir vorwärts zu gehen haben, wie wir zu kämpfen haben, wie wir mit dir einfach das umzusetzen haben, was du möchtest. Wir wollen durch den Geist geleitet vorwärts gehen und das tun, Herr, was du getan haben möchtest. Wir wollen nicht auf dem Sofa sitzen und bequem sein, sondern wir wollen Kämpfer sein, die den guten Kampf des Glaubens nehmen und vorangehen, zu dem wir berufen sind, wie dein Wort sagt. Halleluja. Herr, wir proklamieren für jeden, der jetzt hier zugehört hat, dass dieser Wechsel vollzogen wird. Yes. Dass wir ein Verständnis dafür bekommen, dass der Feind es geschafft hat, uns zu belügen, zu betrügen und uns zu berauben all der guten Dinge, die du für uns geplant und eingesetzt hast. Herr, wir sprechen von einer Neuheit des Glaubens. Wir sprechen davon, dass wir eine neue Kreatur geworden sind in dir. Und Herr Jesus, wir glauben, dass du etwas Neues jetzt hast. Halleluja. In diesem Moment. Halleluja. Dass du das Neue aufrichtest, neues Verständnis, neue Offenbarung von dir und was du uns gegeben hast. Amen. Und Halleluja. Immer mehr geben willst. Immer mehr. Vermehrung. Herr, du hast so viel mehr für uns und wir danken dir dafür. Du hast mehr für uns auch an Erkenntnis und Verständnis. Du hast mehr für uns an dem Bewusstsein und du hast mehr von uns für uns an diesem Sieg, dass wir wirklich in dem, was du hast, für uns erreicht hast, dass wir darin vorwärts gehen können in unserem Leben und in unseren Ländern und in dem einfach, was du getan haben möchtest. Halleluja. Halleluja. Amen. Grandios. Amen. Ich werde das fotografieren und auf die Webseite stellen, falls du das gerne abschreiben möchtest. Und genau, ansonsten, oder dich damit dir das anschauen möchtest. Und ansonsten werde ich nächste Woche dann noch ein bisschen weitergehen, nämlich das Thema mit der Obrigkeit noch mal ein bisschen beleuchten und Gebet für die Obrigkeit und solche Sachen. Ja. Ja, weil da gibt's ja gerade auch diverse Ansichten momentan. Kämpfe. Kämpfe darum, dass wir da einfach mal ein bisschen Licht drauf werfen. Ja. Und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Ansonsten, Dienstag haben wir Erntelager. Richtig, immer, 18 Uhr. Immer cool übrigens. Immer cool. Mit vielen frischen prophetischen Impulsen. Herzliche Einladung, 18 Uhr. Und mit Abendmahl. Genau, mit Abendmahl, richtig. Und ansonsten in einer Woche wieder. Yes. 19.30 Uhr. Und jetzt zum Abschied, wenn wir uns jetzt hier bei dir verabschieden, da wollen wir dir diesen inspirierenden Videoclip nochmal zeigen. Ja. Du hast mehr. Gott, du hast mehr. Gott, Halleluja. Hast mehr. Und ich glaube, wenn du das jetzt hier einfach dir bewusst machst, dann ist dir wirklich klar, hey, der Herr hat wirklich mehr für uns alle. Amen. Amen. Yes. Sei gesegnet. Shalom. Blessings. Gott, du hast mehr für mich, für meinen inneren Menschen und meinen Geist. Du hast mehr und lehrst mich, dem Unglauben die Tür zu verschließen. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in Kühnheit, Zuversicht und Glauben wachse. Du hast mehr für mich, dass sich mein Glaube mit deinem Wort verbindet und deine Verheißung und Zusagen mein ganzes Leben tragen. Gott, du hast mehr für mich an Wachstum, an Hoffnung, an Überwinderkraft, an Freude, an Liebe, an Weisheit, an Frieden, der höher ist als alles andere.
Du hast mehr für mich, dass ich lerne zu entscheiden, meine Gedanken, Impulse und Empfindungen auf dich auszurichten. Negativen Gedanken und Erwartungen keinen Raum mehr zu geben. Und destruktive Gedanken aus meinem Leben abzuweisen. Du hast mehr an echter geistlicher Freiheit für mich. Freiheit von aller Art von Bindungen. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in gesunden Emotionen und Gefühlen lebe. Du hast mehr für mich, dass du mich lehrst. Ärger, Zorn, Ungehaltensein, Unfrieden, Unruhe, Rebellion, Bitterkeit, Missgunst und all die anderen Dinge, die sich gegen dich stellen, zu erkennen und abzulegen. Denn du lebst in mir. Du hast mehr für mich und ich lerne, Murren, Auflehnung und Kritik an deinen Wegen in meinem Leben keinen Raum mehr zu geben. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in körperlicher Gesundheit, Heilung und Wiederherstellung vorangehen kann. Du hast mehr für mich, denn durch deine Striemen und durch deine Wunden bin ich geheilt. Alle Knochen, Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Gefäße, Organe, Zellen und so vieles mehr kommen in die göttliche Ordnung hinein. Ich rufe den Sieg Jesu über meinen gesamten Organismus aus. Sein Heil, seine göttliche Ordnung. Gott, du hast mehr für mich, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, im Sieg Jesu voranzugehen und dem Feind zu widerstehen. Du hast mir den Tisch so reich gedeckt und ich darf nehmen Gnade um Gnade aus deiner Fülle. Danke. Danke, dass du mehr für mich hast. Mehr, als ich bisher kannte. Mehr, als meine Erfahrungen mir zeigten. Mehr, als ich bisher erlebt und geglaubt habe. Du hast viel, viel mehr. Du hast die Fülle. Fülle meinen Geist. Fülle meine Seele. Fülle meinen Körper. Mit dem feurigen, lebendigen Strom deines Heiligen Geistes.